In diesem Video zeige ich euch 7 coole Projekte, die ihr auf den letzten Drucker mit dem 3D-Drucker ausdrucken könnt. Viel Spaß! Irgendwie ist man ja sowieso immer viel zu spät dran. Und wenn man einen 3D-Drucker zu Hause hat, dann kann man noch richtig coole Sachen auf die Schnelle ausdrucken, die man dann verschenken kann. Ich habe euch in diesem Video deswegen 7 Projekte rausgesucht, die ich in letzter Zeit immer wieder ausgedruckt habe, weil Freunde oder Bekannte die Sachen bei mir gesehen haben und gesagt haben, das hätte ich auch gerne. Meine Kriterien für diese 7 Dinge sind die folgenden. Erstens, das Ganze muss schnell zu drucken sein. Es kann also nicht sein, wo man irgendwie 10, 15, 20 Stunden drucken muss, sondern 2, 3, 4 Stunden allerhöchstens pro Projekt. Dann soll es jeweils aus nur einem einzigen Teil bzw. nur einem einzigen Druck bestehen. Das heißt, den Drucker einmal anschalten, paar Stunden warten, fertiges Geschenk aus dem Drucker rausnehmen. Nichts, wo man nachher noch irgendwas zusammenmontieren muss, zusammensetzen muss oder vielleicht auch mehrere Druckvorgänge mit ein paar Stunden Versatz starten muss. Das nächste Kriterium, die Dinge sollen praktisch sein, weil Dinge, die einfach nur rumstehen, haben wir alle sowieso genug und aus dem 3D-Drucker sind die dann häufig noch nicht mal richtig schön. Also praktisch sollen sie sein, keine Rumstehdinger, die nur Staub fangen. Ja, und mein letztes Kriterium ist natürlich ziemlich subjektiv, aber ich finde die Projekte einfach cool, mir gefallen die und ich finde sie praktisch und ich würde mich darüber freuen, wenn mir jemand diese Sachen geschenkt hätte. Los geht's mit Projekt Nummer 1. Ich kenne keinen Haushalt, in dem es nicht eine Schraubenrestekiste gibt. Sachen, die von irgendeinem IKEA-Regal übrig geblieben sind, Schrauben, die man mal für irgendein Projekt gekauft hatte und dann waren es doch 2 zu viel. Das landet alles in derselben alten Keksdose. Ja, und wenn man dann mal eine Schraube braucht, macht man diese Dose auf. Ja, und man findet irgendwie trotzdem nichts. Da sind zwar jede Menge Schrauben drin, aber welche Größe die jetzt haben und welchen Durchmesser und ob die gerade für das passen, was man machen will? No, I don't think so. Dafür habe ich diesen kleinen Helfer. Der kann einfach mit in die Keksdose rein und damit könnt ihr 2 Sachen messen. Erstmal könnt ihr damit rauskriegen, wie lang ist denn eigentlich die Schraube und natürlich auch schauen, ist sie zum Beispiel so lang wie eine Schraube, die ich in meinem Projekt ohnehin schon habe. Außerdem könnt ihr damit den Durchmesser von Schrauben messen. Dafür könnt ihr sie einfach an der Seite in diese kleinen Aussparungen reindrücken. Ja, und da, wo die Schraube halt genau passt, da könnt ihr dann den Durchmesser ablesen. Ein bisschen besser leserlich wird das Ganze noch, wenn man die Schriften mit einem schwarzen oder weißen Stift noch anmalt. Aber auch so ist es schon ein super Helfer. Wie gesagt, einfach mit in die Keksdose mit den Schrauben reinwerfen und muss nicht erst anfangen, einen Messschieber oder einen Meterstab zu suchen. Das zweite Projekt sind diese kleinen Aufbewahrungsboxen und die haben genau die richtige Größe, um da solche Backzutatentütchen reinzutun. Jetzt kann man dieses einfach in eine Schranktür kleben, diese 3 cm, die das dick ist, die sind auf der Innenseite der Schranktür normalerweise sowieso nicht genutzt. Ja, und schon hat man ein kleines Helferlein für die Küche. Weil, sind wir mal ehrlich, diese Backzutatentütchen, die fliegen, glaube ich, bei jedem einfach irgendwo in irgendeiner Schublade so lose rum. Ja, und wenn sie an der Schranktür auf der Innenseite einfach hängen, findet man sie schneller, sie sind schön übersichtlich, einsortiert. Man kann sie durchblättern. Praktisches kleines Helferlein. Das nächste Projekt ist dieser überdimensional große Schraubenkopf. Das ist ein Scan von einer echten Trockenbauschraube und natürlich kann man damit nichts festschrauben, aber hier auf der Innenseite, da ist eine Aussparung für eine normal große echte Schraube und damit kann man das Ganze dann einfach an die Wand hängen. Ja, und dann hat man einen ziemlich ungewöhnlichen Kleiderhaken. Hier bietet es sich auf jeden Fall an, das Ganze auch noch farblich ein bisschen zu gestalten. Man könnte es zum Beispiel einfach schwarz lackieren, wie eben eine Trockenbauschraube. Ja, oder vielleicht auch irgendwie rostig anmalen oder sowas ähnliches damit machen. Das nächste Projekt ist, glaube ich, das, was ich tatsächlich am allerhäufigsten schon nachdrucken musste, weil die ich für mich gedruckt hatte, ja, mit dem Sonntagsbesuch zusammen abgereist sind. Das sind diese kleinen Batteriegetränkehalterboxen. Sehen aus wie so eine normale Wasserkiste, die man so im Getränkehandel bekommt, aber eben zugeschnitten auf Batterien. Und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen. Diese jetzt ist für 2A-Batterien. Ich habe hier aber auch welche für 3A-Batterien und auch für Knopfzellen. Es gibt aber auch noch für 9-Volt-Blöcke und so weiter passende Getränkekisten. Ja, und inzwischen habe ich auch so einen kleinen Vorrat ausgedruckt. Das heißt, wenn jemand bei mir zu Besuch ist, dann kann er gerne so einen Stapel von diesen Boxen mitnehmen. Auch das nächste Projekt hat nochmal mit Batterieaufbewahrung zu tun. Und das ist dieser praktische Batterieständer. Der ist jetzt nur für 3A und 2A Batterien. Man kann die Batterien einfach hier oben reinwerfen. Ja, und dann kann man sie unten einzeln wieder rausnehmen und es fallen einfach schon die nächsten Batterien nach. Ist druckzeittechnisch allerdings ein kleines bisschen länger als die anderen Projekte.
Diesen kleinen Halter hier, den möchte ich auch auf gar keinen Fall mehr missen. Habe ich auf meinem allerersten 3D-Drucker als eins der allerersten Projekte ausgedruckt. Inzwischen gibt es eben Versionen, wo man auch USB-Sticks noch mit reinstecken kann, Micro-SD-Karten noch mit reinstecken kann und wahrscheinlich gibt es inzwischen auch schon Versionen, wo man USB-C-Sticks mit reinstecken kann. Ich mache vielleicht mal eine Version mit noch ein paar mehr SD-Karten-Slots und vielleicht weniger Micro-SD-Karten-Slots, aber es ist ein super praktischer Halter. Jedem, der irgendwie viel mit Raspis macht und deswegen viel mit Speicherkarten rumhantiert, ja, oder eben viel mit Kameras und den Speicherkarten, die er für die Kameras rumhantiert, so wie ich, verschenkt diesen Helfer eben einfach an so jemanden. Der wird sich mit Sicherheit darüber freuen. Das nächste Projekt ist auf einem FDM, also so einem Schmelzschichtverfahrensdrucker, ein bisschen schwierig zu drucken. Wenn ihr aber einen Resin-Drucker habt, dann sind diese kleinen Miniatur-Euro-Boxen vielleicht ganz interessant für euch. Wenn euch das Ganze jetzt bekannt vorkommt, richtig, das liegt an diesen Boxen. Die sind im Original, sind die nämlich 40 mal, ich glaube, 60 cm groß. Ja, richtig. Es gibt die in den unterschiedlichsten Ausführungen mit so gegitterten Seiten oder eben wie diese hier komplett geschlossen. Es gibt auch Gitterseiten und geschlossene Böden. Jedenfalls sind diese Boxen natürlich zur Aufbewahrung von Zeug gedacht. Ja, und genau dasselbe könnt ihr mit diesen Miniaturversionen natürlich auch machen. Ich habe da häufig Kleinkram von irgendeinem Projekt drin, was ich gerade mache. Also einzelne Schräubchen oder Magnete oder Schrauben fürs Stativgewinde. Solches Zeug habe ich da drin. Und was ich an denen besonders cool finde, die lassen sich stapeln und so ineinander stecken. Und dann kann man eben auch mehrere davon übereinander irgendwo einfach hinstellen mit Kleinteilen, die für irgendein Projekt sind und darauf warten, weiterverarbeitet zu werden. Wenn ihr jemanden in der Familie habt, der zum Beispiel gerne näht und dafür kleine Knöpfe hat, für solche Leute sind diese kleinen Boxen tatsächlich ziemlich cool, weil solche Sachen passen da perfekt rein. Und weil ich die Boxen so cool fand, habe ich die inzwischen auch noch mal eine Nummer größer ausgedruckt. Und da trockne ich jetzt ganz gerne irgendwelche Sachen drin, weil die haben eben so einen Gitterboden. Man kann die eben die einfach stapeln und irgendwo hinstellen. Kleiner Tipp, Puddingpackungen passen da übrigens auch genau rein. Irgendwie geht es hier ständig um Essen auf diesem Kanal. Das waren auch schon meine 7 Tipps für schnell gedruckte Last-Minute-Geschenkideen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Drucken, viel Spaß beim Basteln und fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Ciao.